Und dann machen wir jetzt mal das. Ach, Moment. Das muss ich ja mit X. So. Jetzt rappelt's. Danke fürs Followen, Jana Vadia. Das wisst ihr. Die Peggys wären damit nicht weit gekommen. So. Tja, ist jetzt natürlich blöd, ne? Der entkommt nicht. Der entkommt nicht. Jo, bis gleich, Nadi. Boah, wie geil ist das Ding? Ey, warum? So eine Scheiße. Das muss man ja auch irgendwie mal erklären, ja, dass die stärker gerüsteten Typen, dass die von diesem Impulsdingen, dass denen das gar nichts ausmacht. Das hätte man vielleicht mal. Obwohl, nee, sowas muss man ja auch selber erst rausfinden. Ach so. Ich hab den schon längst rausgeballert da. Da unten! Wo ist sie dir?
Kapseln zu nehmen und was Nützliches draus zu machen. Tritt aufs Gas, Junge! Ich schieße! Okay. Diese verfickte Sekte. Wohin denn? Ach, da hinten. Diese verfickte Sekte. Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Und ich mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Edens Gate war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich habe mich eingedeckt. Essen für 10 Jahre, Luft- und Wasserfilter. Also Scheiß. Hat Monate gedauert. Ich war für alles bereit. Hättest mal sehen sollen, wie die Leute mich angesehen haben. Als wäre ich irre oder sowas. Ja, und wer hatte recht behalten? Natürlich kam die Sekte und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Jawoll! Geil, Flammenwerfer, ey. Junge! Das ist so ein Flammenwerfer, Junge! Was eine geile Scheiße. Ach du Scheiße. Kommt auf einmal das Echo her. Eure scheiß Peggy-Raff-Gear-Methoden, das könnt ihr vergessen. Der Sekte damit viel mehr Schaden als ich, alter Sack. Grüß Dutch von mir, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ja? Aber gerne doch. Ich weiß es auch nicht, Atinator. Das sage ich aber schon den ganzen Tag, seit ich angefangen habe zu streamen. Keine Ahnung. Na, bumsen die mich hier einfach an. So. Was ist das denn?
Sammelbares Comic, okay. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Am 1. Mai 1960 ging Clutch Nixon, zu dieser Zeit ein kaum bekannter Stuntman aus dem Holland Valley, spontan in Flammen auf, während er einen Stunt namens die Feuertaufe durchführte. Scheiße. Der Wagen lässt sich aber auch ungewöhnlich scheiße steuern. Eine Wahnsinnslandung. Dieser Wagen muss sich wie ein Backofen anfühlen. Nein, 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 nein! Hi, Alvin. Oh ja, ich habe die letzte Folge Dragon Ball gesehen. Ah ja. Ich bin richtig traurig. Das hat jetzt ein Jahr lang nicht kommen. Aber es kommt ja jetzt auch noch ein Dragon Ball Super Film. Zur Überbrückung. Wahrscheinlich wieder mit einem bösen Saiyajin, so wie es aussieht. Aber wird man noch sehen. Für diesen feurigen Teufelskerl ist alles möglich. Was für eine Punktlandung. Fühlt sich eher an wie ein weiches Ei. So lässt er sich zumindest fahren. So rutscht er hin und her. Ich verreck mir hier voll den Nacken. Weil ich so angespannt bin hier. Boah. Ja, war ja klar, dass wieder irgendwas kommt, wo Son Goku wieder alle übertrumpft. Nein, Ultra Instinct sieht aber schon wirklich geil aus, da hast du recht. Ja, super, weil ich das jetzt gemacht habe, ist mein Wagen weg. Ist doch wohl nicht wahr. Erstmal Beute verkaufen, da dürfte ich nämlich mittlerweile eine ganze Menge haben. Ach, Stapel verkaufen. Geht auch. Oder Schnellverkauf. Ah, geil. Munition ist echt schweineteuer hier in dem Spiel.
The Smuggler. Ja, ich wüsste gerne, ob man die dann ständig hat oder wenn die einmal verloren gehen, ob die dann weg sind. Ah, ja, jetzt sehe ich's. So, den habe ich ja und wenn ich jetzt Y drücke, könnte ich mit dem rumfahren. Okay, also kauft man die doch dauerhaft. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann lässt man nämlich eher auch mal Geld springen, ne? Den besitze ich sogar. Okay. Ui. So. Was haben wir denn hier? Benutze die Seilrutschen. Ja, ich war da ja. Das ist ja eigentlich nur hier so ein Smugglers-Dingen. Befreien wir mal wieder hier so ein Scherz. So ein Ding halt. Zack. Da ist hier Alex wieder. Hi Alex. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dein Auto ist schön sauber geworden. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen daran, was der mir zeigt, wie ich fahren soll. Oh. Weil hier sind so viele Flüsse und so. Ich hätte eigentlich auch auf mein stationäres Geschütz gehen können. Da möchte ich jetzt ungern drin landen mit meinem schönen Auto. Ja, plündern kann ich den ja nicht mehr, wenn der in die Luft geflogen ist, oder? Nee. Hätte mich auch jetzt gewundert. Oh, sind die behindert? Sollen mir Ruhe lassen. Na, ging ja nicht um Putzen. Der Herr, bei dem ich wohne, ist so Familienbetrieb, unter anderem Waschanlage. Wir haben jetzt nur geschaut, ob alles gut ist und abgeschlossen. Ach so. Ach so. Ja, jetzt ist das Auto natürlich wieder weg. Ding dong. Einmal bitte Auto waschen. Ach, Alex. Verstehst du? Oh nee, jetzt kann ich schon wieder hier so Pflanzen ernten, so eine Kacke. Mal direkt sein lassen. Lass mich doch nicht da auf der Straße abknallen. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ein Volltreffer.
Oh nein! Oh! Ja, ich will keine Waschung. Ich bin sauber. Oh, ei. Ist doch unmöglich, sowas. Jetzt werde ich sogar ohne mein Fahrzeug neu gespawnt. Gleich brennt hier wieder alles. Ja, wo ist der andere mit dem Flammen? Ah, da oben ist auf jeden Fall ein Scharfschütze. Hat er seinen eigenen Mann überfahren? Idiot. Tada! Easy, wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann läuft das. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.